Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Come here.
Letzten Endes, das Einzige, was man machen kann, ist abwarten, jetzt gehen und gucken, was passiert. Letzte Frage, wenn Sie das Ergebnis gesehen haben, was war Ihre erste Reaktion? Ich hatte tatsächlich gehofft, dass die FDP-Fraktionsgeräumt tatsächlich ist es jetzt, tatsächlich ist jetzt die AfD geworden, gleichzeitig mit der Ansage von Martin Schulz, dass GroKo, also Große Koalition, auf jeden Fall nicht möglich sein wird. Das heißt, eine sehr, sehr interessante Frage ist jetzt, wie wird die nächste Bundesregierung aussehen? Jamaika von der rechten Seite oder von der linken Seite? Möglich, aber dann hat man halt nicht zwei Interessenten, sondern man hat halt drei Interessenten, die am Tisch sitzen und darüber dann argumentieren, was jetzt richtig und falsch ist. Auf der anderen Seite muss man tatsächlich sagen, warum haben sich die etablierten Parteien von vornherein dagegen gewehrt, mit der AfD Koalitionsverhandlungen anzutreten? Weil die haben halt ihre 13% eingestrichen und wenn man mit denen koaliert, wird es halt wesentlich einfacher, eine stabile Regierung hinzustellen. Und Demokratie heißt ja, kein Mikrofon, die Meinung des Volkes zu akzeptieren und 13% haben die AfD gewählt. Sollte sich das halt im Ergebnis nicht widerspiegeln. Aber ich bin kein Politiker, ich bin halt nur hier und trinke halt Wein. Dankeschön.